Und damit willkommen zurück zu Let's Play Adventure Time mit dufter Typ und euch zu fernen Welten mit. Ja, wir sind hier irgendwo und ich weiß nicht, was der Dude hat. Ah, drücke meinen Passagier auf und bringe sie zum Boot. Wir haben einen Passagier gefunden. Wupp, wupp. Komm her, komm her. So, Nummer 1 von 10 anscheinend. Da drüben haben wir wieder den coolen Verkäufer-Dude. Und wir müssen mal gucken, wo... Wir müssen irgendwie... Dahin. Da müssen wir hin. Dann gehen wir doch dahin. Wir können uns mal kurz die Karte angucken. Mal schauen, was wir hier haben. Ach so. Lol. Ah ne. Wir sind hier schon richtig. Jake, I can hear something on the other side of those bushes. Okay, er hört irgendwas. Lass uns hier mal durchdreschen. Was auch immer hier ist. Oh nein, ein Drop. Butler? What gives? Finn? Jake? Marceline? Finally! After all my time in exile, someone is finally here to rescue me. Rescue you? From what? Oh, ever since the flood, I've been trapped here, living like a savage with only my trusty friend Watson for company. It's Todd, actually. Shut up, Watson! Dude, it's only been like 4 hours. Look, man, we're trying to find Princess Bubblegum. Have you seen her? It's all right now, Watson. Everything's all right. He's not gonna be much help like this. It's all right now. Yeah, guess we should question him. See if we can calm him down and get him to talk. Yes, Verhörzeit. Nebenbei schöne Parodie auf, Peppermint Butler, we're looking for PB. Have you seen her? I think we did see something, didn't we, Watson? But we've been here so long, it's all a bit fuzzy and we're a little on edge right now. Whoa, things don't look ship-shape here. Let's try and cool him down a bit. Okay. Ich finde das sehr witzig, weil das war so eine kleine Parodie auf Castaway mit Tom Hanks. Man, you know you've always been my favorite candy guy. Tell us what you know so we can find PB. We did see something, didn't we, Watson? Now what was it? Oh, my poor head. What do you think, Watson? Should we tell these sailors what we know? Yes, please. Tell them I want to go home. No, you're right, Watson. We must just save ourselves. Wait, what? Ist das geil. Moment. Huh? Peppermint Butler, snap out of this and listen up! Wait, it's all coming back to me now. Geht doch. You're right. We must be brave. Even in the face of adversity, we must think of others before ourselves. Sounds like it's coming back to you, Pep. Nice. So, super, dann können wir ja wieder fröhlich zueinander sein. Think, Pep, bud. Use all your thinking might. You can do it. It was like this. Soon after Watson and I were washed up here, some pirates wandered by. They headed up that hill, carrying someone who, now that I think of it, looked like the princess. There is a clearing up there somewhere. Let me mark it on your map. Good job, Jake. The interrogation was a success. Yeah. Oh, und dick. Klunker bekommen. So, you gonna come with, or... Oh no, you're on your own. Watson and I are going to find some high ground and lay low until you sort out this whole flood mess. Seriously, it's Todd. Shut up, Watson, and get the raft! We've been working on this escape raft so we can leave this place. One day. Seriously, 4 hours! We're going now. Oh, and watch out for the pirates. The woods are full of them, and they're probably sailing all over Ooh by now, too. That was weird. Yeah, but Peppermint Butler's kind of a weird dude. Yeah, so go and find PB now, I guess? Sounds like a plan. Oh, herrlich.
Oh nein, da ist sie ja. Ah, ich finde es lustig, wie alle in diesem Piratenoutfit durch die Gegend laufen. Hey, check this out. You better look for PB. Oh, was haben wir denn hier? Hexenfluchjuwel. Und ganz viel Kleinkram. Hey, look. Those crystals look like they come from the Candy Kingdom. So, da hacken wir doch mal ein bisschen drauf rum. Vielleicht sollten wir uns aber noch ein bisschen ausrüsten. Einfach nur, weil wegen der Sicherheit. Weil da vorne kommt schon wieder diese komische Elfenfeenwesen. Ich mag die nicht. Die sind hinterlistig. So, dann gehen wir doch mal erstmal zu dem Händler. Und holen uns mal ein bisschen Stuff, bevor wir hier mies krass geile Action haben. Was ist denn hier? Können wir hier rein? Sieht so aus, als ob. Hä? Habe ich mich hier jetzt verlaufen oder was? Wo war denn nochmal unser Floß? Ach, da ist unser Schiff. Wir müssen da lang. Und da ist dann auch der, genau, hier ist der Shop. Können auch ein bisschen gucken, was wir hier einkaufen können. In a fight, when you find that your body is through, Äpfel, was haben wir hier? Superpflaster. Kleines Flakon. Davon haben wir 8 Stück, also ist egal. Ja, komm. Davon nehmen wir noch ein paar mit. Und für die restlichen Moneten. Ja, wir sollten vielleicht auch einfach mal unseren Proviant ein bisschen auffüllen. Beziehungsweise die Lebenspunkte unserer Freunde erfrischen. So, jetzt sind sie zumindest wieder alle wieder topfit, aber dafür haben wir jetzt ganz schön viel Kram verbaut. Ja, komm. Dann holen wir uns die restlichen 4 Flaschen auch noch. Und dann ist gut. So, ausverkauft. Wunderbar. Finde ich, ist eine tatsächlich gar nicht so schlechte Sache mit dem Ausverkauftsein und so weiter. So. Finn ist soweit ausgerüstet. Jake sieht noch ein bisschen mager aus. Super. So, Marceline muss noch ein bisschen Power bekommen. So. Na ja, komm, das geben wir hier auch noch. Warum eigentlich auch nicht? Wunderbar. So, perfekt. Ich würde mal sagen, dass wir sind jetzt ganz gut ausgerüstet. Jetzt können wir endlich die gute Bubblegum retten. Weil ich natürlich jetzt hier gerade wieder diesen Abenteurer... dieses Abenteurer-Feeling bekomme. Wo ich ganz gerne ein bisschen links und rechts und entdecken und so weiter. Ah, Moment. Hier ist eine Axt. Haha. So geht das. Wir haben die Möglichkeit, nun auch diese Schlösser zu knacken. Das hätte ich mal eher wissen sollen. Da gibt es noch eine ganze Menge, was wir hätten tun können. Sie ist voll ausgerüstet. Er jetzt auch. So, Finn noch nicht so ganz, aber das macht nichts. So, es fühlt sich ja schon gleich massiv besser an, wenn wir wissen, dass wir auch Truhen öffnen können, dank Marceline. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, wo lang wir gehen. Bis darauf, dass hier irgendwas im Weg steht. So eine unsichtbare Mauer an der Stelle. So. Nein, das will ich doch gar nicht. Hoch mit uns. Das sieht gefährlich aus. Was ist denn hier? So. Hier kann Finn irgendeinen Dude machen. Fähigkeit auslösen. So, Karte aktualisiert. Hopp, was haben wir denn jetzt hier? Aha. An den Stellen werden uns die, die einzelnen Schatzkarten und Schätze und hast nicht gesehen aufgedeckt. Hey, what's up? Wunderbar, das freut mich.
Aber das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall an diesem hässlichen Dudes vorbei. Und das machen wir jetzt auch. So, gebt den mal ein bisschen auf die 12. Können mal schauen. Ja, komm, gleich auf den da. Hat nicht so viel gebracht. Oh, die machen aber auch ganz guten Schaden. Marceline darf hier nochmal ihre miesgeile Messerschwingen-Krach-Bumm-Attacke machen. Oh, das war auch nicht so cool. Ja, jetzt kommen sie aber an und machen dicke, dicke Wumms. Kümmern wir uns erstmal um einen. Bevor wir hier anfangen. What? My eyes are all twirly whirly. Die machen ja Schaden, die Dudes, aber nicht schlecht, du. Er ist mega hart verwirrt. Dann wollen wir jetzt mal hier den Dunklen zuerst vermöbeln. Zap. So, sie geht schon mal auf den nächsten hier. Alter. Dude, mach mal hier nicht so ein Krawall. Hey, jetzt lass doch mal Jake in Ruhe. Der hat ja auch gar nichts getan. Also er, schon, aber ich meine nicht so richtig. Sehr gut. Finn ist zumindest schon mal Level up. Nochmal dicke Erfahrungspunkte dazu. Gefällt mir nicht. Vor allem Jake ist gerade so mies im Eimer. Müssen wir hier nochmal ein bisschen. Klein Moment. Ach, aller Helden. Das ist ja geil. Aber irgendwie auch nicht geil. Ja, gut. Muss leider so reichen erstmal. So, hier drüben ist irgendwo ein Schatz. Da drüben, ich sehe ihn. Den holen wir uns. Marceline wird uns dabei helfen. Komm her! Und mach auf! Und was bekommen wir? Knete! Und zwar nicht zu knapp. Und da drüben habe ich doch schon wieder einen Händler gesehen. Der sollte jetzt hoffentlich nicht ausverkauft sein. Und uns nochmal ein bisschen Kram geben. Welcome, welcome. The pleasure's all mine. You're carrying dogs. Sehr gut. So that's a good sign. Er hat wieder Flakons parat. Gleich mal auf 20 auffüllen. So. Und weil wir ja wieder genügend Geld zur Verfügung haben, wollen wir nochmal... Moment. Ach, die haben alle schon. Das heißt, wir können jetzt zumindest alles in Finn stecken. 120 kostet das jetzt hier. 75. Dann machen wir erstmal... Nee, tatsächlich sind ist Gesundheit gar nicht verkehrt, wenn wir davon ordentlich viel mitnehmen. So. Was ist denn hier spezial? Ach. Den Spaß kann man auch noch verbessern. Ja, das ist ja mal gut zu wissen. Voll verkackt. Aber okay. Wir gehen hier geradeaus. Da sind zwar noch mehr von diesen hässlichen Zaubertybis und ich weiß nicht, was das da für eine komische Kiste ist, die da uns versucht noch mit anzugreifen. Komisches Ding. Wir greifen erstmal die an. Ihh. Ich habe da so eine Idee. Also, wir greifen wie gesagt erstmal die Kugel an und Jake darf da gleich eine Roffelkopter-Attacke machen. Die können ihre Geschwindigkeit erhöhen. Frech. So, Jake macht dann ein Hunderang. Okay, er macht den Hunderang. Was macht denn der? Trifft einen Gegner mit schnellem Schaden.
Cool. Finde ich cool. Yes. Damit haben wir den ersten schon weggeklatscht und den zweiten holen wir uns auch gleich. Komm, hier ein. Leider nix. Der heilt sich auch noch. Diese Olle. Wait, what? Ich glaube, es hackt. Und der heilt sich wieder. Dreckiges Biest. Aber egal, das sollte das letzte Mal gewesen sein. Jawohl. So, weg mit dir. Daneben. Ahaha. Voll verkackt, Dude. So, jetzt hoffe ich, dass Marceline den letzten Hieb schafft. Nee, leider nicht. Heilt sich ebenfalls. Schon miese Moves hier, aber egal. Geschafft. Wie gemein. Finn hat immer den letzten Schlag hier gerade. So, aber hey. Jake hat nochmal ein Level abbekommen. Das bringt an der Stelle nicht so viel. Weil wir gar kein Geld haben, ihn groß aufzupusten. So, einmal hier auf Marceline. Öffne das Ding. Yay. Shutter. Apropos... Wow, okay. Da kam jetzt auf einmal sehr viel Shutter dazu. Erstmal kurz die Life Points erhöhen. Und bei Jake machen wir genau das gleiche. Wir werden erstmal die Life Points aufwerten. Marceline ist nach wie vor voll im Trend. 120 haben wir noch. Ich finde, Jake macht echt wenig Schaden. So. So gefällt mir das doch schon. Zumindest ein bisschen. Wir können nochmal die beiden ein klein die drei nochmal ein bisschen heilen. Ui. Achso. Moment. Genau. Mit einem kleinen Trank. Vor allem Marceline braucht nicht wenig. Ach, fuck. Ich verpulver gerade die ganze Zeit meine teuren Tränke an Finn. Oh. Jake hat aber auch dicke, dicke Lebenspunkte mittlerweile. Mit 1300. Schade, dass man hier nicht so wie bei anderen RPGs so Stellungsspiel machen kann. Das wäre natürlich mega geil. Dann könnte man Jake beispielsweise einfach in die Tank-Posi, also nach vorne schubsen. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wofür das sein soll. Hier ist ein X. Aber das sagt mir nichts. Na gut. Laufen wir mal weiter. Gucken wir ein bisschen rum. So, wo sind wir denn jetzt? Aha, da sind wir und da müssen wir hin. So, hier ist noch eine... Hier drüben ist noch irgendwo eine Kiste. Scheinbar. Ah, aber da ist verschlossen. Das heißt, die Kiste ist nicht da lang, sondern hier entlang. Vermutlich, ja, ich sehe es gerade. Hinter diesen komischen Echsen-Dingern. Echsen, Ameisen, Teilen, die alle Stufe 4 und Stufe 3 sind. Kommt, lasst mal zurückgehen. Kommt weg, kommt weg. Die wollen nicht spielen. Die wollen dort nur wehtun. Okay. Auch die Wachen haben jetzt die Prinzessin gefunden. Das heißt aber für uns, dass wir hier einfach mal runterspringen. Denn wir wollen die Prinzessin retten. Das ist unsere Freundin. So. Und mehr Geld ist immer gut. Darum hacken wir hier diese ganzen Dinger auseinander.
Wow, bleib mal geschmeidig. Stufe 5, Stufe 4, Stufe XY. Ist ja gefährlich gegen die hier. Moment. Nee. Meint ihr, ich schaff das? Es wird jetzt natürlich ein bisschen wild, würde ich sagen. Ich hoffe einfach, dass sie nicht so viele Lebenspunkte haben. Ah, sehr gut. Das sind in Häkchen nur drei Gegner. So, dann wollen wir doch erstmal den Fünfer hauen. So. Und Marceline gibt hier nochmal, fügt einem Gegner großen Flammschaden zu. Magma-Schlag klingt doch schon mal ziemlich geil. Und das ist Gelatine. So, ah, Jake ist schon wieder in Enrage. Dann darf er hier gleich mal seine Ulti zeigen. Ah, sehr gut. So, wir machen hier weiter. Gut. Finn ist auch gerade munter dabei. Na ja, komm. Marceline macht einfach ganz normale Angriffe. Nein! Aber Jake hat hier noch diesen Hunderoffelkopter-Ding. Dann machen wir den hier. Finde ich voll gut, wie er sich hier durch die Gegend rotiert. Oh, ich dachte gerade, die werfen hier mit Handgranaten. Wait, what? Dieser Charakter wurde dominiert. Er kann seine Defensivaktion nicht nutzen und er leidet größeren Schaden durch Angriffe. Wie dreckig. Make the spinning stop. Gleiches Spiel mit ihr. Okay. Wir gehen hier auf den... Nein! So, erstmal den großen kaputtboxen. Gut. So, jetzt darf Finn seine geile Attacke ansetzen. Und zwar ruhig gegen den, der noch ein bisschen mehr Lebenspunkte hat. Yes, terminated. Läuft ja doch ganz gut. Ich hatte echt Sorge. Bis darauf, dass Marceline die letzten Angriffe grandios daneben geschlagen hat. Au! So! Finally! Und Marceline kassiert den nächsten Treffer! Princess, are you okay? Why are these pirates holding you prisoner? I'd be fine, Finn, but you got to get me out of here. Aw, man, PB's talking like a pirate too. Sorry, Princess. There's no way I can hack through this cage without attracting attention. There's got to be a key somewhere in the pirate compound. Just find it and unlock the door. We'll see what we can do, but that might not be any better. There are a lot of pirates around here. There might be too many for us to fight. Yeah, we're not exactly what you'd call stealthy. Yeah, if only there was somebody here that could turn invisible or something. Oh, yeah. Hang in there, Bonnabelle. We'll go look for the key. Guys, be careful. Okay. Also... Marcy, you're up! Just leave it to me. Also Marceline ist die, die hier dick Bumm machen kann. Die Frage ist, wie genau macht sie das? Und kann es vielleicht sein, dass man hier auch irgendwie durch kann? Wo laufen wir denn jetzt eigentlich lang? Wir müssen... Aha, hier unten hin. Mal gucken, vielleicht ist das sogar schon so eine Art Abkürzung oder so, mit der wir nicht unbedingt allmögliche Sachen bekämpfen müssen.
Aber wir haben ganz viele, ganz schön viel Geld wieder. So. Ah, da drüben ist noch ein, All aboard! Ach, die schon wieder? Na komm. Zeig mir die Nebenquests. Ich möchte wissen, was ihr macht. Hey, Watson and I are just holding up here for a while. But all these stinkweed pods are making this place unbearable. Since you're here, would you mind getting rid of them? Ja, klar. Was muss ich tun? Befragung der Acker. Okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier rumhacken. Hack, hack. Okay, da drüben brauchen wir definitiv, ja, ein Boot für. Das haben wir hier aber gerade nicht. Das heißt, das müssen wir später machen. Da kommen wir so nicht durch. Aber wir haben wieder so viel Kohle, dass wir mal wieder unsere Freunde aufbessern können. Also, mal gucken. Ja. Na komm. Die ganzen Angriffe hoch. Bei Jake. Jake hat schon seinen Angriff oben. Marceline kann nichts mehr. Kann noch nichts, ne? Ne, die kann noch nichts. Dann nochmal ein bisschen die den Speed erhöhen. Und nochmal. Oh, das hat noch gereicht. Krass. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, perfekt. Voll gut ausgerüstet, die Jungs. Boah, ich dachte gerade, was geht denn hier ab? Und ich verwechsel die ganze Zeit B mit X. So, aber wenn ich mir das so angucke, hier kann Jake uns hoch bewegen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. That looks too complicated, Jake. We better get BMO to help. Ah, hier brauchen wir BMO. Aber BMO ist nicht da. Das ist doof. BMO ist, seit wir hier unter Wasser gegangen sind, irgendwie verschollen. Okay, Marceline wird hier anscheinend gebraucht. Dann wollen wir mal. Hey, aber da kommen wir doch gar nicht. Na ja, komm. Wollen wir mal mit Marceline hier durch die Gegend reisen? Sind wir jetzt auf dem richtigen... Ja, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Sorge. So, da drüben haben wir noch eine Kiste. Das ist auch gut. Können wir auch mal schnell noch öffnen. Sweet. Dicke Gegenstände. Achso, jetzt sind wir nur mit Marceline unterwegs. Egal, dann heilen wir Marceline nochmal eben schnell. Und dann können wir weitermachen. So, und irgendwo hier wird dann jemand auch sein. Der dann diesen Schlüssel vielleicht hat. Nein. Glück gehabt. Okay. Fähigkeit ist jetzt offen. Ah, da ist der Schlüssel. Das riecht ein bisschen nach Falle hier an der Stelle. Muss ich gestehen. Hey, aber keine Falle. Tatsächlich ist Marceline ziemlich souverän hier durchgewandert. So, ich würde hier nochmal ganz gerne ein bisschen Geld abstauben. Nein, dammit.
Oh. Marceline kann nicht abhauen. Das ist schlecht. Dann müssen wir versuchen, alleine durchzukommen. Oh, das wird gar nicht. Das wird einfach nicht. Nee, das wird einfach nichts. Ganz böses Ding. Not good. Oh. Nein! Blödsinn! Ich wollte nicht zurück zum Hauptmenü. Ach Mann! Wie bescheuert ist das denn? Habe ich mich einfach zum Hauptmenü zurückbewegt? Anstatt den letzten Spielstand zu laden. Naja, gut, okay. Hier müssen wir eh erstmal einen kleinen Cut machen. Nicht für die Leute im Stream. Haha.